Achtung, Ruhe, Aufnahme. Der berühmte Regisseur Jackson dreht einen Film. Sie suchten zwar ein Haus, in dem es spukt, aber leider kann ich Ihnen damit nicht dienen. Unser Familiengespenst ist schon frühzeitig in den Ruhestand getreten. Und dennoch passiert etwas Entsetzliches. Er ist das 12. Opfer des Kopfjägers. Pausenlos ist die Polizei im Einsatz. Der Kopfjäger muss sich, der muss die fixe Idee haben, sich für eine Art Rächer zu halten. Der Rächer. Eine neue Kurt-Ulrich-Produktion nach dem gleichnamigen Roman von Edgar Wallace. Er versucht etwas herauszubekommen, was ihm bei seinem nicht gerade üppigen Verstand kaum gelingen dürfte. Der Einzige, der ihm helfen könnte, bin ich. Vorsicht! Die Schneide ist so scharf, damit können Sie ein Haar spalten. Oder einem Mann mit einem Hieb den Kopf abschlagen. Er ist geladen. Hier ist der Sicherheitsknopf. Sie müssen ihn drücken, bevor Sie schießen. Ist ihm etwas geschehen? Das will ich nicht hoffen. Im Interesse aller Beteiligten. Ein Unheimlicher fährt durch die Stadt. Niemand ist mir seines Lebens sicher. Jeder fürchtet um seinen Kopf. Wer sagt denn nun eigentlich, dass der Mörder ein Er ist? Ich könnte doch genauso gut eine Sie sein. Wollen Sie damit behaupten, dass ich lüge? Ich behaupte gar nichts und muss Sie nun leider bitten, mein Zimmer zu verlassen. Das werden Sie bereuen, Fräulein Senders. Wenn dem Mädchen irgendetwas zustößt, durch Sie oder durch Ihren feinen Kammerdiener, das ist mir ganz egal, dann werde ich nicht nur den Wilden ins Jenseits befördern, sondern auch Sie. Der Rächer. Karl Anton inszenierte diese atemberaubende Geschichte, bei der jeder verdächtig ist. Heinz Drache. Wenn man sich bei Scotland Yard mal etwas den Kopf darüber zerbrechen. Ingrid van Bergen, Benno Sterzenbach, Ina Duscher, Ludwig Linkmann, Klaus Kinski, Friedrich Schönfelder, Maria Litto und viele andere. Das kommt von deinen ewigen Weibergeschichten. Oder ist noch was anderes? Ach was. Man hat im Morgengrauen bereits wieder eine Schachtel gefunden. Wer ist der unheimliche Kopfjäger? Ich habe überhaupt nichts gesehen. Und wenn ich etwas gesehen hätte, würde ich mich nicht verpflichtet fühlen, Ihnen Rede und Antwort zu stehen. Ein Film, der tausend Rätsel aufgibt. Oh, schade. Ich war so gespannt zu erfahren, wer nun der Kopfjäger ist. Das erfahren Sie in dem neuen Europa-Film Der Rächer. Es ist unmöglich, von Edgar Wallace nicht gefesselt zu werden.